Ja, und bevor wir zu Band 1 kommen, hast du gesagt, wollten wir ein paar ehrenvolle Titelbilder, die eigentlich auch auf Platz 1 gehören. Die in der Relegation es gerade nicht geschafft haben. Nicht geschafft haben, würde ich jetzt nicht sagen. Blechmedaille. Martin. Ja, also nicht Blechmedaille. Es gehört an Platin schon dazu. Okay, gut. Also weil letzten Endes, sie sind einfach zeitlos. Man kann einfach nicht darüber reden. Zeitlos, ich werde es dir beweisen. Pass auf. Und zwar, Attentat auf die Intersolar, Band 417. Die Frage ist, Hieronymus Bosch oder Johnny Brook, was hier an Details und Düsternis und an komischen Gestalten zwischensteckt, das erinnert mich wirklich an die apokalyptischen Bilder von Hieronymus Bosch. Zeitlos. Und zeitlos, Planet der letzten Hoffnung. 196 mit dem Marschierefiel, allein der Name Marschierefiel und dann hier dieser winzige Shift vor diesem riesigen Tierchen. Ich fand das völlig faszinierend und dass es zeitlos ist, beweist Band 2949, wo eben endlich wieder so ein Marschierefiel, großartiger Name, abgebildet ist. Das ist zeitlos. Ja. Ich mache weiter mit meinen Ehrenwerten, die eigentlich immer auf Platz 1 gehören. Aber es ist Band 287, die Halle der Unbesiegbaren. Ganz klar, dass das Typische, was man immer dazu sagt, es ist ein Zeichen des Friedens, der Einigkeit. Es gehört eigentlich auf Platz 1, aber es ist unbestreitbar ein Cover, was an dieser Stelle auf einen Ehrenplatz kommt, weil es einfach unbestreitbar ein episches Cover ist, trotzdem über die Jahre hinweg einen Ehrenplatz einnimmt und trotzdem möchte ich da meinen Platz 1 noch nicht rausrücken, genau, danke sehr, weil es einfach an dieser Stelle hervorgehoben werden sollte. Das ist so ikonisch wie Band 19, finde ich. Ne? Das wird genau. Immer wieder zitiert. Genau, es ist, ja, großartig. Es ist genau so, wie du sagst. Ja, davon gab es auch eine Fahne, ne? Ja. Die Flagge. Genau. Deswegen, es ist so viel besprochen worden. Man kann es auf Platz 1 nehmen, natürlich, aber unbestreitbar. Aber es hat einen Ehrenplatz bei mir und deswegen kommt es bei mir auch in eine Ehrenloge. Ja. Das hier ist Band 244, die Kugel aus Zeit und Raum. Und es ist auch als Ehrenplatz bei mir und das Farbspiel allein, die Traurigkeit, die das Bild ausstrahlt, es ist einfach ein sehr hypnotisches Bild in der Hinsicht. Es ist einfach sehr beeindruckend. Dazu noch, auch von Christian schon hervorgehoben, zwischen Mars und Jupiter, Band 441. Und es ist einfach, wie auch Christine gesagt hat, ein typisches Science-Fiction-Cover, was von damals auch ein gutes Skyline ausbildet, was auch nicht so oft passiert ist. Und damit... Mit dem Garchinger Forschungsreaktor hier übrigens, ne? Glaube ich, das ist ja. Das Garchinger Ei, glaube ich. Ja, schon. Kommen wir jetzt zu... Ja, ich habe jetzt nur einen einzigen, und zwar... Sollten wir ja nur die ersten 500 nehmen. Ne? Und ich habe halt jetzt meinen Lieblings eigentlich. Der Zeitlose ist ganz klar für mich eigentlich eines, das auch ein Motiv, was eigentlich unheimlich viel aussagt und eigentlich auch die Figur am besten darstellt. Also das ist ein Blick und du weißt, wie... Genau. Die Geschichte dieser Figur. Also extrem. Die ganze Einsamkeit und die Tragik. Genau. Dieses, und dann auch wie Ben Kevin Harry schon in seinem Video vorgestellt. Genau. So. Die Nummer 1, oder? Die Nummer 1. Ich habe eine Beziehung zu diesem Heft Nummer 1, weil es war mit mir auf dem Brocken. Ich habe es also tatsächlich auf dem Brocken gelesen. Es ist so großartig. Band 156, Lemmy und der Krötenwolf. Das ist ein derartiges Trash-Cover. Hier mit Lemmy Danger, der mir ja zunehmend auf den Keks ging, mit diesem komischen bondartigen Flievertüt auf dem Rücken und diesem Horrorroman-Schrumpfkopf-Krötenwolf mit dieser. Es ist
Ja, erklär jemand, was Pulp-Magazine sind und zeig dieses Cover vor euch. Es ist hinreißend. Unschlagbar gut. Mein Platz 1, Band 279, der Zwinger der Zeit. Es ist der Griff in die Unendlichkeit. Es ist die Hand, die die Macht ergreift. Es ist einfach für mich ein episches Cover, weil es sehr deutlich macht, was Perry Rhodan an dieser, also was Perry Rhodan, also für mich ist es eigentlich Perry Rhodans Arm, auch wenn es wahrscheinlich einer der MDI sein wird. Das ist irgendein Meister, ne? Genau, aber für mich ist es auch ein Perry Rhodan Arm, der Griff zu den Sternen. Und Perry Rhodan weiß einfach, er gehört in die Sterne. Und das hat für mich quasi den Ausschlag gegeben, auch wenn es jetzt hier wahrscheinlich ein MDI ist, auch Perry Rhodan einzusetzen und diesen Zwiespalt, diesen Krieg zwischen den MDI und Perry Rhodan quasi auf eine Stufe zu stellen mit einer kosmischen Entität, die Perry Rhodan eigentlich schon ist, nicht wahr? Ja. Ja, da fällt jetzt ja meine Nummer 1 komplett ab. Ist aber ein typischer, ja, wie soll ich sagen, ein typisches Titelbild von damals. Also wir haben Vergangenheit, Zukunft, also wir haben ein Cadillac, wir haben irgendwie eine MIG und keine Ahnung. Es ist ein typischer Druck, eindeutig. Und mich hat das eigentlich sehr fasziniert, weil ich gesagt habe, also ich mag gerne amerikanische Autos, auch aus der Zeit halt sehr gerne. Und das ist für mich eigentlich die absolute Nummer 1. Also so ein Ding hätte ich auch unheimlich gerne gehabt. Vielleicht ist es in Rot, aber nicht in Gelb, aber es ist einfach genial. Genau. Auch an dieser Stelle noch ganz kurz die Information, das ist alles unsere persönliche Meinung und alle Titelbilder, die hier gezeichnet sind, hier von Johnny Brook gezeichnet, nicht wahr? Ja. Johnny Brook und spiegelt nur unsere persönliche Meinung wider, habe ich auch schon gesagt, nicht wahr? Ja, du hast noch nicht gesagt, dass wir dringend unseren Kameramann danken müssen. Volker Hoff, vielen Dank. Band 1000, das sind 500 Tage. 500 Tage. Also in meinem Mann sind 500 Tage. Genau, du musst mir aber kräftiges Zeug legen. Ja, gut, okay, dann sehen wir von 1000 Tage. Oder wir sind schon mal Band. Ja, 1000 passt schon. Also in 1000 Tagen, habe ich noch letztens auf meinem Blog geschrieben, habe ich 519, ich meine, ich habe 519 geschrieben, 519 der Klassikhefte gelesen, 13 Planetenromane. Jupiter, Olymp und Terminus. Und was war denn das, was ich jetzt vergessen habe? Schlafen. Essen? Ja, genau. So, die profanen Sachen. Profanen Sachen. Lass mich das ein Schlusswort sein. Du bist der Profi darin. Ja, ich esse beim Lesen. Schlusswort, Abspann, danke.